Kardinal Wölki tanzt und mit ihm 43 Kinder, der Euskirchener Pfarrer Tobias Hopmann und der ukrainische Pfarrer Hennadija Aronowitsch. Es ist für den Kardinal ein Besuch an einem besonderen Tag. Vor genau 10 Jahren war er damals als Erzbischof von Berlin zum neuen Kölner Erzbischof ernannt worden. Und es ist ein Thema, das Wölki heute zur Bildungsstätte Steinbach-Talsperre führt und das seine gesamte Amtszeit in Köln immer wieder begleitete: Flucht. Die 43 Kinder haben ihre Wurzeln in der Ukraine. Der allergrößte Teil von ihnen floh in den letzten 2 Jahren vor Russlands Angriffskrieg in Orte des Erzbistums Köln. In diesen Tagen verbringen die Kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren ihre Sommerferien in der Ferienfreizeit. Ich bin dankbar, dass die Kinder hier bei uns in einer friedlichen Umgebung, in einer wunderschönen Natur einige Ferientage verleben können. Ich habe deutlich gespürt, die können nicht vergessen, was zu Hause ist. Sie können nicht vergessen, dass zu Hause Krieg ist. Der ist hier allgegenwärtig für sie. Sie beten jeden Tag um Frieden und versuchen auf ihre Weise die Heimat zu unterstützen. Und da wollte ich an ihrer Seite sein. Geleitet wird das Ferienlager in der Bildungsstätte des Erzbistums Köln an der Steinbach-Talsperre vom ukrainischen Priester Hennadija Aronowitsch, unterstützt von 9 Helferinnen und Helfern. Das Gebet steht an diesem Tage mit im Zentrum, aber auch die Frage rund um die eigene Identität. Es wird für die Kinder gebetet, die in der Heimat geblieben sind oder Opfer des Krieges wurden. Die Kinder sind in den Gedanken bei ihren Verwandten und den Soldaten, die für die Freiheit und die Verteidigung ihrer Heimat ihr Leben riskieren. Erzbischof Wölki betet mit den Kindern und erzählt ihnen, dass er ihr Heimatland im August zu besuchen plant. Wir werden versuchen, kirchliche Autoritäten zu besuchen. Wir versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, um uns über mögliche Friedenslösungen auch auszutauschen. Es ist vor allen Dingen ein Zeichen der Unterstützung, der Solidarität, dass sie nicht vergessen sind. Es wird sein, dass wir Gottesdienste miteinander feiern, weil Waffen können keinen Frieden bringen, dem letzten, sondern sie bringen eigentlich nur immer neuen Streit, neue Spaltung, sie bringen eigentlich nur Tod und Vernichtung. Und das Einzige, was, denke ich, gerade für glaubende Menschen helfen kann, ist das Gebet, weil wir als Christen davon überzeugt sind, dass das Gebet stärker ist als alles andere. Und wir werden sicher auf dieser Reise auch das Herz Gottes bestürmen, dass endlich Frieden wird. Kardinal Wölki ist sichtlich beeindruckt von den Kindern, ihrem Zusammenhalt und ihrem gelebten Glauben. Ihnen gibt er mit auf den Weg, dass sie eine ganz wichtige Generation für die Ukraine seien und dass er hoffe, dass sie eines Tages in ein friedliches und demokratisches Land zurückkehren können. Wölki versicherte ihnen, dass sie nie allein sind, dass Gott immer an ihrer Seite steht.